Alan Clay hat in letzter Zeit einiges verloren. Du stellst vielleicht eines Tages fest, dass dein großes Auto plötzlich weg ist. Und du stellst vielleicht eines Tages fest, dass du ohne dein hübsches Haus und ohne deine hübsche Frau dastehst. Und vielleicht fragst du dich selbst, wie bin ich hierher geraten? Aber es gibt einen Lichtblick. Du klingst, als wärst du auf dem Mond. Nein, ich bin in Saudi-Arabien. Wir haben ein holographisches Telefonkonferenzsystem entwickelt und führen es dem saudischen König persönlich vor. Sind Sie der Pfarrer? Führer, Pfarrer, Held. Das ist doch die Moschee, die ich von meinem Balkon aus sehe. Ja, da finden die Hinrichtungen statt. Wollen Sie mal gucken, was jetzt gerade los ist? Nein. Nein. Dad, ich vertraue dir. Hör nicht auf Mom. Sie hat gefragt, was macht er in der Wüste? Vielleicht beweist du ihr einfach, dass sie sich irrt. Auf Ihnen ruht ein Deal, der lebenswichtig ist für die Firma und damit umso lebenswichtiger für Sie. Aber Sie wissen, dass da nichts passiert, oder? Da geht's Volldampf voraus. Na, warten Sie es ab. Hallöchen. Seine Majestät kommt heute nicht. Er sitzt leider in Jeddah fest. Er ist im Jemen. Er ist in New York. Der König war eine Weile nicht hier. Wie lange ist eine Weile? Also ich bin seit 18 Monaten hier und ich habe ihn noch nicht gesehen. Alles okay? Nichts passiert. Vodka! Ich bin Dr. Hakim. Kommen Sie rein. Am Sonntag werden die Ergebnisse besprochen. Und sind Sie am Sonntag dann auch da? Ja. Eine Frau als Arzt, ja? Und Sie waren allein mit ihr? Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass ich meine Rückkehr nach Amerika verschiebe. Für wie lange, weiß ich noch nicht. Bereit? Bereit. Sie schießen viele Fotos. Sie arbeiten fürs CIA oder sowas? Nur ab und zu nebenbei. Ist kein Vollzeitjob.